Das hier ist ja wohl das krasseste E-Auto der letzten Jahre. Also mir fällt da gerade auf die Schnelle kein Auto ein, das da mithalten kann. Sieht aus wie eine abgespacete Designstudie, ist aber keine, wird tatsächlich gebaut, der Kia EV6. Aber nicht nur was die Optik angeht, ist der total krass, sondern auch die Leistungsdaten sind völlig krass, weil in der Top-Version soll der sogar Ferraris ausbeschleunigen können. Der liegt dann ungefähr auf einem Level vom Taycan Cross Turismo oder e-tron, kostet aber vom Taycan oder e-tron eben nur die Hälfte. Das klingt alles so völlig unglaublich, das sieht alles völlig unglaublich aus, ist es aber eben nicht. Also schon im Stand wirkt er fast so schnell wie ein Überschallflugzeug. Der ist ziemlich geduckt hier mit einer Höhe von nur 1,55 und er hat eine ziemlich stattliche Breite mit 1,88 Meter. Und was die Länge angeht, da ist er wirklich sehr gestreckt. Das ist absolutes Gardemaß mit 4,69 Meter. Und dazu sieht es aus, als würden ihn hier die kurzen Überhänge vorne und hinten und der lange Radstand von 2,90 Meter das ganze Design noch zusätzlich beschleunigen. Hier vorne haben wir jetzt keine Tiger Nose, sondern das Tiger Face, wie es so schön heißt. Darüber dann eine sehr, sehr bullige Motorhaube. Die wirkt fast so, als würde hier drunter ein dicker V8 stecken. Dann hier eine relativ flache, große Frontscheibe. Hier unten, das ist die sogenannte Charakterlinie. Die schwingt hier hinten relativ lässig nach oben. Dann haben wir hier die schwarze C-Säule. Dadurch wirkt das ganze Dach so, als würde es richtig schweben. Und der Dachspoiler, der sieht eigentlich mehr aus wie so ein Flügel. Und der trifft hier unten dann auf den großen Heckspoiler, in den integriert ist diese unübersehbare Lichtleiste, die ich in dem Fall wirklich sehr, sehr spacig finde. Und völlig spacig sieht hier auch die Ladeklappe aus, die erkennst du von außen gar nicht. Und der EV6 lädt bidirektional, sprich in beide Richtungen. Du kannst ihn natürlich an der Ladestation ganz normal aufladen, aber er gibt auch Strom ab, sprich du kannst ihn als Powerbank benutzen, eben zum Beispiel eine Pumpe anschließen, um dein Schlauchboot aufzupumpen oder auch um einem anderen Elektroauto Starthilfe zu geben. Der Kofferraum vom EV6 ist relativ groß, 520 bis 1300 Liter. Das ist jetzt kein Laderaum im SUV-Format. Aber dafür sieht natürlich der EV6 auch wesentlich mehr nach Sportwagen als nach SUV aus. Also dieses Design hier ist dermaßen sensationell. Da hat Kia hier mal ein richtiges Statement rausgehauen. So, dann wollen wir mal losfahren, hier mit unserem kleinen Raumschiff. Hier vorne sieht es nämlich nicht nur mit diesen beiden großen Monitoren so spacig aus wie in einem Raumschiff. Du hast hier auch wirklich extrem viel Raum, extrem viel Platz drin, vorne und hinten. Also das ist fast schon Business Class da hinten. Das liegt natürlich an dem langen Radstand von 2,90 Meter und natürlich an dem E-Antrieb, sprich kein Kardantunnel und so weiter. Hier vorne, das ist wirklich schon ganz cool, diese beiden großen Monitore so leicht zum Fahrer hingebogen. Hier das Cockpit und hier das Infotainment. Und hier hast du alles drin an Informationen, Funktionen, Assistenzsystem, was das Herz begehrt. Also ich glaube, hier gibt es nichts, was du nicht einschalten kannst oder was du nicht optional noch dazu bestellen kannst. Und natürlich haben wir in dem Fall auch hier einen Head-Up-Display. Und wirklich clever, also das ist wirklich eine sehr, sehr smarte Idee, ist hier unten diese Bedienleiste. Da kannst du mit dem Finger hin und her switchen zwischen Hauptmenü und Klimaanlage. Sprich, du hast hier an der Seite zwei Drehregler, damit kannst du die Temperatur ganz locker einstellen. Gehst du zurück ins Hauptmenü, kannst du damit die Lautstärke vom Radio einstellen. Also diese Idee hier kriegt wirklich einen Extralob. Cool finde ich auch hier, so ganz Commander-mäßig, die breite Mittelkonsole mit dem Starterknopf hier. Das hat auch ein bisschen was von Space Shuttle. Du hast extrem viele Ablagen, hast du im Space Shuttle natürlich nicht. Und was das Mobiliar, was die Sitze angeht, die sind wirklich extrem bequem.
Und die Sitze und das Lenkrad, das sieht jetzt aus wie Leder, ist aber kein Leder. Das Auto hier, und so soll es ja auch sein, ist 100% vegan, was die Innenraumausstattung angeht. Über 100 PET-Flaschen wurden hier für den Innenraum recycelt, aber das fühlt sich wirklich an wie echtes Leder. So, das waren jetzt mal ein paar Basics. Jetzt wollen wir auch mal aufs Wesentliche kommen, nämlich hier auf den Fahrspaß. Wir sind noch, man höre und staune, im Eco-Modus unterwegs, gehen jetzt auf Normal. Das ist schon ganz ordentlich, aber wir wollen ja the real thing, nämlich Sport. So, alle mal festhalten. Wir drücken jetzt einfach mal den Stempel runter. Puh. Also, der knallt dich hier mal ordentlich nach vorne. Meine Herren, das geht richtig los. Das drückt dich so in den Sitz, als wärst du wirklich auf der Startbahn unterwegs mit irgendeinem mega Learjet, mit mega Power. Also diese gleichmäßige, starke und plötzlich einsetzende Beschleunigung, das ist wirklich mega cool. In 5,2 bist du hier mit der Version, mit der wir gerade unterwegs sind, GT-Line, auf 100. Wir haben 605 Newtonmeter Drehmoment, Topspeed sind 185, dann wird dem Ganzen da ein kleiner Riegel vorgeschoben. Den EV6 gibt es grundsätzlich mit zwei Akkustärken, einmal mit 58 Kilowattstunden und einmal mit 77,4, so wie wir hier haben. Du kriegst ihn im Moment mit 170 PS und Heckantrieb, mit 229 PS und Heckantrieb und eben hier die GT-Line, das sind 325 PS, das ist Allrad, 100 PS an der Vorderachse und der zweite E-Motor an der Hinterachse mit 225 PS macht 325 PS. Aber das ist ja natürlich noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Es kommt ja noch der Ferrari-Booster, der Ferrari-Killer demnächst mit 585 PS. Der ist dann in 3,5 auf 100 und hat dann eine Höchstgeschwindigkeit von 260. Also da freuen wir uns natürlich auch schon heute drauf. Wie weit kommst du jetzt mit so einem EV6? Bei relativ normaler Fahrweise bis zu 528 Kilometer. Hier mit der GT-Line, mit der wir gerade fahren, da sind es knapp unter 500, so wie wir fahren. Wahrscheinlich eher unter 450, aber das ist ja alles kein Problem, denn der hat eine 800 Volt Technik hier drin, ähnlich wie zum Beispiel der Taycan. Und dann ist der innerhalb von 18 Minuten, das muss man sich mal reinziehen, innerhalb von 18 Minuten von 10% wieder auf 80% Leistung voll. Und nach 4,5 Minuten hast du schon genügend Power im Akku, um die nächsten 100 Kilometer zu schaffen. Also das sind wirklich super Werte. Also der Schub hier, der passt natürlich perfekt auch zu dem Look von dem Auto. Der beschleunigt dich nicht, der schnalzt dich nach vorne hier mit seinen 605 Newtonmeter. Und dann diese Gleichmäßigkeit und diese Kraft, die du dahinter spürst. Also das ist wirklich, wirklich großes Autokino hier. Und was ich ganz cool finde, ist, die Schubkraft hier, die kommt in erster Linie aus dem Heck, nur bei besonderem Bedarf. Sprich, wenn du wirklich wild beschleunigst oder im Sportmodus unterwegs bist und so weiter, dann schaltet sich der vordere Motor noch dazu. Dann bist du allradmäßig unterwegs mit der ganzen Power. Und der Unterschied zwischen Eco und Sport, das ist wirklich der Klassiker zwischen Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dann ist der wirklich unterwegs, als hätte der hinten so einen kleinen Raketenantrieb drin. Unglaublich, bei so einem großen, doch wie gesagt relativ schweren Auto, sensationell. Also das macht extrem viel Spaß. Und durch die Kurven geht der auch hier gerade im Sportmodus absolut neutral. Selbst wenn du ein bisschen schneller reinfährst, der bleibt sehr, sehr spursicher hier auf der Straße. Überhaupt hier Fahrwerk, Lenkung und der Antrieb, das passt alles perfekt zueinander. Alles sehr straff, super abgestimmt. Also der EV6 hier, der fährt sich genauso sportlich, wie er aussieht. Aber er kann auch Kumpel.
Du kannst bis zu 1,6 Tonnen hinten dranhängen, wenn du dir das dann antun willst bei diesem Auto. Wohnwagen oder Boot oder was auch immer, alles überhaupt kein Problem. Also ich muss sagen, jetzt nach einem Tag EV6, das ist ein Auto, aus dem du ungerne wieder aussteigst. Innen oder außen die Optik, die ist einfach super dazu, dieses Fahrverhalten und natürlich diese Power. Das ist alles zusammen fast schon der perfekte Mix für ein Elektroauto. Das hier ist ein Sportwagen für die ganze Familie. So, dann müssen wir mal hier über den Preis reden. Der ist ja nicht astronomisch, haben wir gesagt, sondern wir liegen hier auf ungefähr 50% von dem, was ein Taycan Cross Turismo oder einen e-tron kostet. Das gilt natürlich für die Top-Version. Ab rund 45 geht's los für die Einsteiger-Version. Dann kannst du da 9.000 Euro Innovationsprämie abziehen. Bis zu am Ende bei rund 35,5. Und das finde ich ist mal ein fairer Deal hier für das Auto. Die Version hier, mit der wir unterwegs sind, der GT-Line mit diesen 325 PS, die kostet rund 55, kannst du 7,5 Innovationsprämie abziehen. Und die Top-Version, die Raketenversion, die dann wahrscheinlich so in einem Jahr kommt, die kostet dann so rund 66 abzüglich Innovationsprämie. Und da liegst du also dann ungefähr bei der Hälfte von anderen vergleichbaren Fahrzeugen. Was bei Kia natürlich immer mit dazu kommt, das sind die 7 Jahre Garantie oder 150.000 Kilometer. Also ich glaube mal, der EV6 ist ein Auto, auf das man sich freuen kann. Ein Auto, das bestimmt eine absolute Bereicherung ist.